Die Geschichte von der Traurigkeit und der Hoffnung. Es war eine kleine Frau, die den staubigen Feldweg entlang kam. Sie war wohl schon recht alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei der zusammengekauerten Gestalt blieb sie stehen und sah hinunter. Das Wesen, das da im Staub des Weges saß, schien fast körperlos. »Wer bist du?« fragte die kleine Frau. Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. »Ich? Ich bin die Traurigkeit.« »Die Traurigkeit«, rief die kleine Frau erfreut. »Du kennst mich?« fragte die Traurigkeit. »Natürlich kenne ich dich. Immer wieder hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber...« argwöhnte die Traurigkeit. »Warum flüchtest du denn nicht vor mir? Hast du keine Angst?« »Warum soll ich vor dir davonlaufen? Du holst doch die Flüchtigen ein. Aber warum siehst du so mutlos aus? Erzähl mir, was dich bedrückt.« Da seufzte die Traurigkeit tief. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Zögernd begann sie zu erzählen. »Ach, weißt du, es ist so, dass mich einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich. Sie haben Sätze gefunden, mit denen sie mich bannen wollen. Man muss sich nur zusammenreißen, nur Schwächlinge weinen. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen.« »Oh ja, das kenne ich«, bestätigte die alte Frau. »Solche Menschen sind mir schon oft begegnet.« Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. »Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf und es tut sehr weh. Nur wer Trauer zulässt und weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihre Narben. Oder sie legen sich einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu.« Die Traurigkeit schwieg und weinte. Da nahm die kleine Frau die Traurigkeit in ihre Arme und tröstete sie liebevoll. »Weine nur, Traurigkeit«, flüsterte sie. »Ruh dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr Macht gewinnt.« Da hörte die Traurigkeit auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin. »Wer bist du eigentlich?« »Ich«, sagte die kleine Frau und schmunzelte und lächelte, wieder so unbekümmert wie ein kleines Mädchen. »Ich bin die Hoffnung.« Der Malteser Hospizdienst in Bingen hat bereits seit vielen Jahren verschiedene Angebote zur Begleitung von Trauernden. Es gibt die Einzelbegleitung auf Anfrage, es gibt offene Gesprächskreise, es gibt das monatliche Kaffee-Lichtblick und die Küchengespräche. Das ist ein niederschwelliges Angebot für Angehörige, die ihre Kinder oder Jugendlichen
zu einem Trauerworkshop fahren. Die Anfragen zur Trauerbegleitung nehmen ständig zu. Allerdings sind die personellen Ressourcen nicht so groß und deshalb sind eher Angebote leistbar, die überschaubar sind und die im Laufe des Jahres immer mal wieder angeboten werden können. Und so entstand die Idee zu einem Spaziergang für Trauernde auf dem Jakobsberg. Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist ein zutiefst schmerzliches und einschneidendes Erlebnis für die Hinterbliebenen. Mit dem Tod verändert sich das ganze Leben. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Trauernde fühlen sich oft unwirklich. Das Leben muss ganz neu eingeübt werden. Trauer ist jedoch keine Krankheit, die therapiert werden müsste, sondern Trauer ist die normale menschliche Reaktion auf einen Verlust. Und Trauer ist kein Zustand, sondern ein lebendiger Prozess. Es geht darum, neue Lebenssituationen anzunehmen und neu zu gestalten. Für diesen Prozess ist es wichtig, die eigenen Körpersignale wahr und ernst zu nehmen. Dazu gehört, sich selber etwas Gutes zu tun. Das setzt neue Kräfte frei und macht eigene Ressourcen sichtbar. Körperliche Bewegung tut dem Körper gut und ist zugleich eine Hilfe für die Seele, den inneren Prozess, die Gesundung von Leib und Seele zu fördern. Bei einem Spaziergang machen Menschen die Erfahrung, vom Fleck zu kommen. Die innerliche Starre wird möglicherweise in einem ersten Schritt überwunden. Es gibt ein Vorwärtskommen im Trauerprozess. Durch die vielfältigen Erfahrungen, die Eindrücke in der Natur zum Beispiel, können unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. Für manche Trauernde ist es schwer, sich nach einer längeren Pause wieder in die Öffentlichkeit zu wagen. Eine Aktivität in einem geschützten Rahmen ist eine Chance, selbst wieder in Bewegung zu kommen. Dass andere Trauernde mitgehen, die ebenfalls einen Verlust zu beklagen haben, kann sehr vorteilhaft sein. Keiner muss seine Situation erklären, sondern kann Verständnis als Trauernder voraussetzen. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen entstand die Idee, einen Spaziergang für Trauernde zu konzipieren. Wir denken dabei an eine Zielgruppe, nämlich die trauernden Erwachsenen, die im Verlauf der letzten oder des vorletzten Jahres Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen. Nach dem Tod eines nahestehenden Menschen herrscht in den Zurückgebliebenen oft ein inneres Chaos. Zum einen ist der Verlust noch gar nicht zu begreifen. Gleichzeitig fehlt die Verstorbene an allen Ecken und Enden. Es gibt sehr viel zu regeln. Die Trauerfeier, die Beisetzung, die Anträge bei Ämtern, die Kündigung von Abos, das Ordnen der Hinterlassenschaft. Die Umstände des Todes, zum Beispiel eine lange Krankheit oder ein plötzlicher Unfall, beschäftigen den Trauernden emotional intensiv und werden zum Thema von Gesprächen und führen oft zur Sinnfrage, warum? Warum jetzt? Warum so? Gleichzeitig geht der Alltag um den Trauernden herum einfach weiter. Familiäre oder berufliche Herausforderungen machen auch keine Pause. Gerade in dieser Anfangsphase könnte ein Spaziergang ein willkommener Anlass sein, aus dem Alltag auszusteigen. Spazieren gehen, frische Luft atmen, sich bewegen, vorwärts kommen, ohne Leistung oder Ergebnisdruck.
Manch ein Trauernder hat sich nach dem Tod zurückgezogen in ein Schneckenhaus und sieht in diesem Angebot eine Chance, sich mal wieder unter Leute zu trauen. Die Trauernden sollen die Möglichkeit bekommen, sich von ihrer Alltagstraurigkeit ein wenig zu distanzieren. Sie begegnen Menschen, die ebenfalls den Verlust eines Menschen aushalten und verarbeiten müssen. Sie können in einem geschützten Rahmen miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht entdecken die Teilnehmenden den Gewinn, der im Austausch über die eigene Trauersituation liegt, und suchen nach neuen Möglichkeiten, zum Beispiel einer Trauergruppe für sich. Sie werden begleitet von zwei ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen des Malteser Hospizdienstes. Die sind Ansprechpartnerinnen für die Teilnehmenden. Der Jakobsberg, ganz in der Nähe von Bingen, gehört zu den heiligen Bergen in Rheinhessen. Über den bereits im Mittelalter der Jakobsweg nach Santiago de Compostela führte. Auf dem Hochplateau des Berges steht das Kloster der Benediktiner. Spazierwege laden ein, in Bewegung zu kommen. Der Blick ins Rheintal und auf die im Tal liegenden Dörfer bieten den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene, mit Abstand, mit einem neuen Blick auf ihren persönlichen Alltag zu schauen. Zeitlich steht auch diese Veranstaltung unter dem Corona-Vorbehalt. Geplant ist Samstag, der 29. Mai, für etwa 5 Stunden von 10 bis 15 Uhr. Ausgangspunkt und Zielpunkt ist das Kloster der Benediktiner auf dem Jakobsberg. Im Weg gibt es 7 Stationen. Jede Station steht thematisch unter einem Motto. Dort wird den Teilnehmenden die Zusage gemacht, dass ihre Trauer und dass sie selbst völlig normal sind. An manchen Stationen wird ein Text vorgelesen, in dem das Motto der Station literarisch aufgegriffen wird. Gebete und Geschichten laden ein zur persönlichen Identifikation und verstehen sich als Hilfe bei der persönlichen Trauerarbeit. An einigen Stationen erhalten die Trauernden ein Symbol, das sie dann auch behalten und in ihren Alltag mitnehmen dürfen. Symbole und Rituale geben Halt in schwierigen Lebenssituationen und verweisen immer auch auf eine andere, dem Menschen unverfügbare Dimension. In Symbolen und Ritualen geschieht Bewältigung und Verarbeitung des Unfassbaren. Am Ende jeder Station gibt es einen kleinen Impuls. Dieser Impuls versteht sich als Anregung zum persönlichen stillen Nachdenken oder als Starthilfe für ein Gespräch auf dem folgenden Wegabschnitt. Keine ist verpflichtet, Fragen abzuarbeiten. Vielleicht ergeben sich ja auch ganz andere Gespräche unter den Teilnehmenden. In der Mittagszeit gibt es an einer Station einen kleinen Imbiss zum Mittagessen. Und die letzte Station ist eine Begegnung mit den Benediktinern in der Kirche. Ganz zum Abschluss gibt es dann Kaffee und Kuchen. Die Einladung erfolgt natürlich über die Zeitung. Es sollen auch Handzettel ausgelegt werden an den üblichen Orten, öffentlichen Einrichtungen, Bestattungsunternehmer, Kirchengemeinden. Es soll auch ein Einladungsschreiben für die Kirchengemeinden in unserem Einzugsgebiet geben, mit der Bitte, sie mögen gezielt auf das Angebot hinweisen. Die Angebote des Malteser Hospizdienstes sind größtenteils kostenlos.
Auch zu dem Imbiss und dem abschließenden Kaffeetrinken sind die Teilnehmenden eingeladen. Allerdings, der Hospizdienst freut sich immer über Spenden, weil wir haben keine Kostenerstattung von irgendeiner Seite. Ein letztes Wort. Die ganze Veranstaltung ist geplant, aber wie alles jetzt steht sie unter dem Corona-Vorbehalt.